WDR 2. Volker Pispers. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Ich muss mich immer noch alle 5 Minuten kneifen, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Ein Bundestag ohne die Blinddarmpartei. Aber es ist tatsächlich passiert. Nach mehreren misslungenen Selbstmordversuchen in den letzten 30 Jahren ist die FDP diesmal mit ihrem untoten Spitzenkandidaten Rainer Brüderle auf Nummer sicher gegangen. Danke, dass ich das noch erleben darf. Mit dem Slogan »Es geht ums Ganze, wer Merkel will, muss FDP wählen« ist es den pseudoliberalen Wirtschaftslobbyisten um den Bauchredner Fipsi Rösler und den Teppichhändler Dirk Niebel gelungen, sogar den einen oder anderen Hotelbesitzer davon zu überzeugen, dass mit dieser parteigewordenen Peinlichkeit kein Staat zu machen ist. Vielleicht war es aber auch ein Betriebsunfall und die taktisch wählenden Besserverdiener im Land haben sich einfach nur verzockt. Sie haben ihre 9,5% so geschickt zwischen AfD und FDP gesplittet, dass 2 Splitterparteien dabei rausgekommen sind. Das lässt sich bei der nächsten Wahl natürlich korrigieren. Spannend ist, wer überleben wird, FDP oder AfD. Oder gründen Sie die AfDP? Für Angela Merkel hat es dank Stimmensplitting jedenfalls mal wieder zum Ehegattensplitting gereicht. In ihrer ersten Amtszeit von 2005 bis 2009 hat sie ihren Koalitionspartner SPD dezimiert. Diesmal hat sie ihren Koalitionspartner sogar eliminiert. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Und am Wahlabend verrät ihr schelmischer Blick, dass sie sich schon auf das nächste Koalitionsopfer freut. Eigentlich wären jetzt ja die Grünen dran, aber die zittern wohl zu sehr vor Großmuttis langen Zähnen. Also wird sich die SPD nach angemessener Ziererei aus lauter Staatsräson zähneknirschend bereit erklären, wieder den Bettvorleger zu spielen und in die Dienstwagen zu klettern. Die Sozen haben begriffen, Merkel kann man nicht abwählen, die kann man nur überleben. Allerdings wird Mutti in 4 Jahren erst 63 sein, hätte also dann nochmal 4 Jahre bis zur regulären Rente. Und wenn man Adenauer als Maßstab nimmt, nein, das finde ich jetzt auch nicht mehr lustig. Aber Wahl ist Wahl. Und solange die SPD nicht begreifen kann oder will, dass eine Machtoption links von der Union ohne die Linkspartei eine Illusion bleibt, kann Mutti getrost die Hände in den Schoß legen und ihre Kräfte schonen. Inhaltlich hat sie ja nichts versprochen. Sie wird die Erste sein, die keine Wahlversprechen brechen muss und schon allein deshalb in 4 Jahren wiedergewählt werden. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.